So. Zockt dann diesen Sturm. Ja. Wasserbaum? Ich durch dieser Busch. Das ist Hafer. Haferbrei. Gibt's ein Haferbrei? So, ich wollte was kaufen. Kaufen? Ich kann nichts mehr kaufen, 9000. Oh mein Gott, ist das Karma? Was denn? Genau die, die ich mir überlegt habe, das ist jetzt beim Händler im Angebot. Echt? Ja. Diese. Scheiße. 300 Euro geht sich nicht aus. Ist das eigentlich ein Traktor? Alter, was ist das für ein Viech? Was war das? Weißt du, diese für ein Silo? Silo. Ja, Ah, war schon. danke. Was ist das für ein geiler Traktor, Alter? Für den Winter ist der oder wie? Noch nie gesehen, so. Bin gerade ernten. Zweites und letztes Feld. Okay. Der Plan steht auf jeden Fall für heute. Ja, dreschen erst einmal, pressen, mähen. Dann schauen wir weiter, wie viel Zeit noch bleibt. Du kannst immerhin schon mähen. Kann schon mähen, ja. Oder vielleicht noch nicht mähen und schon Felder kümmern. Das schauen. Jetzt habe ich halt ein Feld weniger, weil ich eins gestern noch verkauft habe. Da bin ich gespannt, ob das geht. Förderbandel. Also mit meinem bin ich zufrieden. Ich habe zwar gestern getestet. Heute werden wir es dann den Rest testen. Das wollte ich dich eh fragen. Bringst du mir dann alle Ballen auf einmal oder wie machst du das? Wie hättest du das gerne? Mir ist wurscht. Oh, warte mal, ich muss mal den Strip starten. So Leute, ein herzliches Willkommen hier zu einer weiteren Ausgabe Farming Simulator mit dabei ist die liebe Anning. Ja, was? Und drin jetzt.
Ja, wegen den Ballen, wie gesagt, wie du das brauchst. Wenn ich halt einmal geschaut, dass ich alle mache und dann einmal schaue, wie viel ist, oder ich mache immer einen Zwischenstand. Wie du magst. Gut, nehmen durch eh alle. Ja, wie gesagt, wenn du einen Teil schon brauchst, dann kriegst du einen Teil. Ich würde nur. Na, brauchen du jetzt auch nichts, aber. Aber? Mich würde es interessieren, auch wegen dem Platz, wo ich da den hingib, dass ich weiß, ob du die mir nach und nach bringst oder ob du dann alle auf einmal bringst. Ich hätte mal jetzt alles geschaut, dass ich alle Ballen mache heute und dann bring erst. Passt. Ein Fehler ist mir passiert, das muss ich dann noch irgendwie ausbessern. Okay. Ich habe den Ballenwagen verkauft, weil ich meinen anderen angeschaut habe und mir gedacht habe, den kaufe ich mir dann, aber den habe ich jetzt vergessen zu kaufen. So. So richtig, wo ich den hinstellen soll jetzt. Ehrlich, dort, wo alles jetzt im Weg steht. Und für heute muss ich ja auch noch rein investieren. Ein bisschen Geld. Also der Plan steht, aber braucht ein bisschen Cash. So, jetzt habe ich dann Ernte, den ganzen Weizen und Hafer verkaufe ich dann gleich. Zusammenkriegt. 3500 Hafer und. Wie viel nochmal? 3500 Hafer habe ich geerntet. Aha. Und jetzt bin ich gerade bei so 13.000 Weizen, aber es kommt noch was dazu, bin ja noch mitten. Also ich schätze, es werden 30, 40. 30, 40 Weizen. Ja, 30. Halt gleich verkaufen, weil ich das Geld brauche. Achso, du brauchst das Geld. Okay. Ja. Ja, sonst wie gesagt, ich muss ja den Ballensammelwagen kaufen. Also den Ballenwagen. Und ich muss das Heu. Sachen kaufen. Okay, sonst hätte ich mir ein Gegengeschäft überlegt. Aber dann nicht. Ja, wenn du einen Teil brauchst, dann überleg dir was. Ja, offen. Weil den Ball muss ich ja dann auch noch zeigen. Das ist ja auch wurscht, ob ich das dann so begleiche oder. So, dann voll. Ring, Ring. Bitte? Ring, Ring hast du schon. Wenn ich
Booster, wo du gesehen hast. Wo ich was gesehen habe? Dass ich schon reinginge. Ach, was, ja. Ich höre das nach wie vor nicht. Noch einschalten. Immer noch. So, ich frage mich, ob ich das da jetzt reinkippe. Aber da! Wartet. Muss ich jetzt anschauen. Das hast du da jetzt eingefüllt? Alter, wie geht das bitte? Du findest das nicht automatisch ein. Meinst du? Meinst du? Ich dachte, dass der das automatisch umfüllt. Wenn ich es reinleere. Ich weiß nicht, von was du redest. Ja, von dem Förderband. Meinst du automatisch? Ich habe das Förderband hingestellt. So, dass es gleich einfüllt. Jetzt hat er aber 5000 Liter Gerste in dem Ding drinnen. Ist es aufgedreht? Also ich muss der ganze seinen Traktor davor haben, damit das funktioniert. Wenn er den Benzin braucht, ja. Wie gesagt, ich weiß nicht, was du hast und welches du hast und kannst du nicht sagen. Ja, da muss der Traktor dran hängen. Krass. Ich dachte, es gibt eins, das das nicht hat. Eins hat das. Ich habe eins mit eigenem Motor genommen. Welches ist das bitte? Ich glaube, das AGI habe ich genommen. Und das musst du auftanken, fahren, nicht mehr? Ja. Ah, das AG Strom oder was? Ich muss echt schauen, warum man. Ich weiß nicht. Aber gut, jetzt wo ich es weiß. AG Westfield STX2 habe ich genommen. Ah, okay. Theoretisch müsste dann das eine aber auch mit Strom gehen. Wirklich? Boah, ich hoffe, ich kann damit da hinfahren. Das taugt man schon nicht. Was denn? Na, dieses System da wieder. Ja, weil es gierig warst und gleich das billigste genommen hast. Das war ja nicht das billigste. Natürlich sagst du, hast das vom Gebrauchdings. Oder hast du verglichen? Ja, das hatte ich im Auge. Auch. Achso. Aber ich wusste nicht, dass das so ist. Weil man kann jetzt nicht einladen mit einem Traktor dran, ich doch. Oder? Das geht sich aus. So, das geht sich.
nicht aus. Also das ist direkt eingefüllt, dann machst du mich echt schwach, wenn es weitergeht. Abkippseite links. Oh mein Gott, das war letztes Mal ein Glitch, anscheinend. Heute geht's? Mhm. Gut. Förderbandsystem, ciao. Verkauft? Ja. Ja. Jetzt geht's mit einfüllen. Krasser Shit. Ein Traktorangebot. Hat das letzte Mal irgendwas nicht passt anscheinend. So, das haben wir gleich. Aber ich glaube, da müssen wir dazwischen nochmal abtanken, leider. Was kurios, das letztes Mal nicht funktioniert und jetzt geht's easy. Gut, aber beim letzten Mal hast du auch gesagt, also gestern hast du auch gesagt, deine Karte ruckelt vielleicht, was sehe, aber generell buggy. Stimmt. Vielleicht hat die Karte nicht richtig geladen oder so. Das kann sein, ja. So. Abladen, dann fahren wir nochmal daher, dreschen den Rest fertig und dann. Oder fand's gleich. Willst du es jetzt haben oder nicht? Ja. Okay. Da ist ein Silo. Zu welchem Silo? Bei meins. Achso. Jetzt haben wir es. Ja. Also, außer du brauchst das Geld dann natürlich und dann verkaufen. Sagen wir dann halt, ob du da, was du dann noch drauf kriegst oder wie auch immer, da schauen wir dann. Dann muss man dann sagen, was du kriegst. Kann ich nicht sagen, was du drauf kriegst oder weil ich nicht weiß, was ich krieg. Weil es ein Mehrwert wahrscheinlich, sag ich mal. Das kann ich da nicht sagen. Kann er sagen, dass man Oldtimer super auf der Geraden zieht, aber bergauf reicht die Kraft nicht für die zwei Anhänger. Gut, bergauf ist klar. Ja. Okay, aber dann werde ich den anderen mal probieren, den Johnny.
haben der BS schon ja. 60 und 131. Zweikammer. Aber die schafft er immerhin. Und dann, wir sind bald bei uns zu Hause. Oh! Es wird schneller! Krass. Das, was ich glaube, was die Feldwege auch abgebremst haben. Okay. Weil ich fahre jetzt auf der Straße in die gleiche Steigung gefühlt, aber ich fahre um 8 km schneller. Das ist dann krass. Muss ich dann echt probieren. Jetzt geht's ja nochmal bergab zum Hof. Erstes Verkehrsschild, Achtung Rehe, zweites Verkehrsschild, Achtung Kühe. Was kommt hier noch? Wie ist der Bruder, der bremst nicht ab, der Haberer. Ich? Na, bei mir in der Straße kommt immer so ein Traktor entgegen. So ein Orangener mit so einer Kralle drauf. Du wirklich, der bremst einmal ab, Alter. Also die Straßen sind scheiße für den Mähdrescher. Gut.